Es geht weiter. Oh, ja, schnell weiter. Weg hier, ey, von der Base. Ich stand direkt vor der Base von den Leuten. Nee, dann mache ich, dann laufe ich dahin und place da in der Nähe erstmal einen Teleporter. Wollen wir erstmal den Giga machen? Ach so, ach ja, stimmt, das ja auch noch. Oh Gott. Mach erstmal den Giga und dann machen wir die Crafting Session, oder? Okay. Ach lol, ich sehe gerade, ich habe den letzten Teleporter offensichtlich direkt neben einer Base geplaced. Kein Wunder, dass er sofort kaputt ist. Huch. Was haben wir denn? Ich glaube, ich bin gerade in den Raid reingeplatzt. So, so. Oder? Nee, aber ich habe noch eine Base gefunden. Nice. Von SBW. Okay. Puh. Haben Rexe, haben einen Bronto mit einer Plattform, relativ viele Raptoren. Ein Diplo. Und eine Ölpumpe. Eine Ölpumpe. Oh, und hier ist gerade einer von denen an mir vorbeigelaufen. Ach du Scheiße, das hätte in die Hose gehen können. Ja, da hättest du wirklich ein paar Schüsse in die Hose kriegen können. Vielleicht, ja. Okay. So, der zweite war hier oben irgendwo, oder? Das ist auch durchaus interessant hier eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich würde gerne mehr sehen. Okay, die haben auch ein Gasbag sogar mit Sattel. Okay. Der ist auf jeden Fall gefunden, hundertprozentig. Ja. Ah, hier ist der. Die haben... Greifst du mich an? Ja. Ja. Durchaus ein bisschen was an Heavy Turrets. 4-5 Stück, würde ich schätzen, circa. Auch könnte man, aber... Ich weiß nicht, ey. Müsste man auf jeden Fall auch tanken, die Base. Und es könnte schwierig werden, mit Rex zu tanken, weil wir müssten von unten nach oben tanken. Das Weibchen? Okay, also ich bin jetzt bei dem Giga, der ist leider immer noch Level 15. Wird nicht besser. Nee, leider nicht. Okay, dann kannst du da jetzt den Teleporter platzieren und wir kommen in Giga und killen den. Mhm. Oder er killt unseren Giga. Entweder das oder das. Sollte unser Giga überleben, haben wir auch direkt noch einen Alpha-Kano da. Den wir töten könnten. Noch eine Fab wäre cool. Jo, dann brauchen wir schon bald keine mehr zu craften, ey. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Spot gefunden. What? Ah, nein. Greift mich hier so ein Saber an. Es war lustig mit dem Känguru hier in dieser Berglandschaft. Da trittst du einfach alles immer den Berg runter, was dich angreift. Ich nenne den Teleporter jetzt einfach mal Berge, weil hier sind viele Berge. Und es ist aktiv, ihr könnt kommen. Also. Ride wiegt 30, also 15 Holz, 30 Ride und Metall 5 jetzt. Ah, ich brauche ein Riot Shield, ey. Bist du dir sicher? Ich meine, Riot wiegt weniger als Metall. Ja, 30 und Metall 45. Ah, okay, habe ich mich verhört. Ich habe gerade nochmal Flak-Handschuhe im Blueprint gefunden. Hatten wir schon, ne? Handschuhe haben wir uns doch gefehlt. Nee, ja doch. Oder? Weiß ich nicht. Gucke. Ich dachte, Handschuhe wär das, was uns gefehlt hat. Die sind auf jeden Fall nicht schlecht. 200 Rüstung, 405 Dura. Wir haben keinen Flak-Handschuh-Blueprint. Das war das, was gefehlt hat. Ja, geil. Okay, dann bring das erstmal nach Hause. Das ist wichtig. Okay, ich komme nach Hause. Ich bringe das letzte Puzzleteil. Boah, wie gut das aussieht in der Smithy, ey. Ohne Scheiß. Guckt euch das mal an. Moment. Ist es nicht wunderschön? Vor allem die das obere Reihe. Es sieht sehr schön aus. Na, wenn du Flak eingibst, dann sieht es richtig schön aus. Ja, haben wir irgendwie eine Wasserquelle in der Base? Nee, ne? Nee. Schade eigentlich. Das ist ein Wasserfall, Alter. Hallo? Ich dachte, wir hätten vielleicht so ein cooles Kabel-Ding. Kommt ihr mit dem Wasserfall an, übertreibt die Tränke. Eine Schrotflinte, wo ist der Typ? Hey! Bin schon weg. Aua! Mein Känguru! Hey! Oh, ich glaube, ich habe Bugs verärgert. Wisst ihr, was wir auch machen könnten? Wir könnten... Ah, ne, wir haben nur einen Sattel. Sonst hätten wir den mit dem Velo wegschießen können, weil der ist halt in so einem Loch einfach drin, ne? Wenn wir alle Velos mitnehmen und die ballern, aber ne, lass mal jetzt so, komm. Nee. Go. Okay. Ich noch einen Kackhaufen aufhebe, ey. Hast du sehr gut gemacht. Du bist ein sehr säuberlicher Mensch. Mhm. Reinlicher, wollte ich sagen. Ja. Also, man ist ein reinlicher Mensch, wenn man Kacke mit der bloßen Hand anfasst. Ja, oder wenn man aus dem Rheinland kommt. Cool. So, ich hau den Giga hier schon mal raus, ne? War jetzt wieder so ein schlechter Witz jetzt?
Ja. Oh Mann. Okay. Du verschlechterst dich. Toll. Ja, hey, gib dir Mühe, das Niveau fällt. Ich arbeite dran. Da unten ist er, siehst du? Da, wo ich hingucke. Los, Attacke! Giga also, vor! Guck nochmal wegen Level. Der ist. Der ist 15, glaub mir. Oh Mann. Das wär's, wenn ich dich da runterjage. So, verarscht. Das kann jetzt schief gehen, ne? Du hast die Null vergessen. Das klappt schon. Sag mal, gibt's da keine Explorer-Note bei dem Ding hier? Nee, ne? Ich hab nur Angst, dass der im Raid, ne? Ah, nee. Ich glaube, so viel Schaden machst du nicht. Ach du Scheiße. Schon ein paar, ein bisschen was verloren. Haut er dir aufs Maul? Nö, geht so. Bei mir steht ihr einfach nur rum und macht gar nichts. Bitte nicht jetzt, bitte nicht jetzt, bitte nicht jetzt. Und, sag mal? Der kämpft gerade gegen den Gigant, der da rumsteht. Oh, du bist drauf. Überlebt. Der hat, ja, noch halbes Leben. Oh lol. Wir hätten das Schwein mitnehmen sollen, scheiße. Soll ich es holen, schnell? Kann ich nochmal? Ja, mach mal. Wenn und schießt du mal auf und schießt du mit drauf. Der hat nur noch halbes Leben. Ja, ich lade noch. Ich eile. Geht voll schnell. Soll ich die Aggro ziehen mit dem Schild? Probier mal. Mit dem Schild? Soll ich versuchen wegzurennen? Weil wir schaffen den nicht. Ja, warte. Dann lauf weg, ich versuche Aggro zu nehmen mit dem Känguru. Nee, ich bin schon jetzt langsamer. Oh, der ist zu schnell, ich komme nicht hinterher. Ich komme, ich versuche den zu aggroen mit dem Känguru. Alter! Der lässt nicht ab, der lässt nicht ab. Ich bin noch nicht da. Ja, ja, lauf weiter, er ist weg, ja. Er ist weg. Er ist tot. Oh no! Woran er jetzt auch immer gestorben ist, ich versuche den Sattel schnell mitzunehmen. Ich vermute mal einen Vollschaden. Okay, wir verpissen uns, ich habe den Sattel noch, den Kryopod habe ich auch noch, scheiß auf den Giga. Hier, komm, setz dich hier rein bei mir. Wir hätten ihn... Ah. Ja, ich wollte es nicht anders, Aber gut. Ja, da kannst du nichts für, ne? Also da wissen wir jetzt, dass so ein wilder Giga ist doch deutlich krasser als ein Getamter mit einem krassen Sattel. Kommt ihr zu der Ruine zurück? Wir gehen zum Teleporter und killen. Ich weiß gerade nicht, wo der Porter ist. Ich glaube, das sollte man machen. Ja, wäre wahrscheinlich die einfachste Variante. Jo, ich denke. Okay, kannst du mich abholen? An der Ruine? Ja. Steig mal hier aus, Beam. Ja. Wo bist du? An Ruine? Also, wir hätten den auch nicht geschafft, wenn das einfach nicht abgeschmiert wäre. Das ging so schnell. Bei mir ist arg abgeschmiert. Ja, ich bin an den Treppen bei der Ruine, wo wir den Giga angefangen haben. Ja, ich habe dich gerade gefunden, aber der Giga glaube ich auch. Der greift doch keine Betäubten an. Also, die schlafen. Lol, einfach arg hat sich geschlossen. Okay. Alles gut, mal Wurfen, alles ruhig. Okay, ich bring den kurz weg. Bleib hier stehen. Oh, Schluck auf. Aussteigen. Ja, was ist denn jetzt der Plan? Wollen wir jetzt den Giga betäuben oder nicht? Ja, würde ich sagen. Der muss ja weg, gut. Oder? Ja, dann lass das jetzt machen. Also ich habe halt aber nur 32 Pfeile dabei. Ich habe 23. Reicht das? Ich denke schon, dass 50 reichen. Okay, dann steig ein. Ich bin hinter dir. Ich hab sonst auch noch Darts, aber ich hab keine Longbow. Ist die Frage, ob das jetzt der Aufwand wert ist, ne? Nur um den Respawn. Na gut, am gegen Hide. Jo. Ja, keine Ahnung, ey. Ist trotzdem super zeitaufwendig. Können wir vielleicht echt besser nutzen, die Zeit. Ja, oder wir. Keine Ahnung, oder wir lassen es sein und machen es, nachdem wir raiden waren, so zum Abschluss. Wir müssen sowieso mal wieder Destroy by Dinos machen irgendwann. Ich hab das Gefühl. So, da unten ist er. Moment, check mal. Ja, sonst lass das einfach später machen. Scheiß drauf, oder? Sonst gehen uns gleich nachher noch die Pfeile aus. Ja, und ja. Ja, komm. Okay, wir kümmern uns jetzt darum, dass die Tiere ordentlich sind. Ja, nee, Hide brauchen wir halt jetzt immer noch, ne? Das ist so lächerlich. Malwurfen hatte doch irgendwie, was hast du gesagt? 8000 oder 10, 11.000 hast du oder so? Ja, 12, 13, irgendwie so. Das reicht doch. Ja, wenn das zusätzlich noch dazu kam, reicht das. Weg, du blöder Vogel. Okay, alles klar. Giga vs. Giga, wilder Giga hat gewonnen. 14.000. Ja, reicht. Ja, damit können wir ein bisschen was craften, würde ich sagen. Jo, alles klar, dann haust du dir jetzt mein Zeug rein, craftest den Scheiß. Theoretisch könnten, also entweder wir schauen uns das an, weil eigentlich ist es ja immer spannend. Du gibst Bescheid, wenn du soweit bist. Ich würde sagen, solange Maulwurf und ich fange jetzt schon mal an, die Dinos zu verteilen, oder? So, okay. 89 Level-Ups. Handwerkliches Geschick. Attacke. Jetzt kann ich erstmal 10 Minuten klicken. Okay. So, ich bin fertig. Bin jetzt 990% Crafting-Meister. Nimm dir noch eine Suppe, ne? Ja. Ich
brauche hier auf jeden Fall in den Fabricator ganz viel Poly. Bitte. Na gut. Dann crafte ich mal die erste. Also, Attacke. Ach so, jo, warte mal, das ist ja jetzt für mich. Das ist jetzt deine, ja? Willst du gucken oder soll ich es dir sagen? Ich kann es spannend machen. %220? Ah, du kannst dran? Verdammt, ich dachte, ich blockiere den Weg. 219,4% hat sie bekommen. Von 200, ne, immerhin 10%. Ja, 9,1% leider. Nice. Da geht mehr, aber es ist auch nicht das wenigste. Okay, okay. Ich lasse aber erstmal drin. Nummer 2. Oh. Jetzt komm ich, ne? Jetzt kommt der Würfen. Juhu, 50%. LOL, übertreiben! das ist tatsächlich möglich, glaube ich. Ja, ja. Ich kann nicht gucken. Brauchst nicht gucken. Alle stehen davor. Oh. Hä? Fast genau gleich. Ja, 0,3% schlechter. Ja, aber ich scheiß drauf. Die macht halt genau genommen 5% mehr Schaden dann, ne? Ja, okay. Nummer 3. Also das, was Kay gerade macht. Schlechter Crafter. Was mache ich? Wie schlechter Crafter, hallo? Du sorgst dafür, dass die Fab 5% mehr Schaden macht, habe ich gesagt. Ach so, das meinst du. Ich dachte... Machen wir eigentlich auch die gleich die Compound Boost? Ja, wäre sinnvoll, oder? Die ist gut. Das ist eine 3 oder eine 2? Ich erkenne es. 233, ne? Ja, 21% Bonus. Okay, dann noch eine, dann haben wir 4 Stück für jeden. Eine reicht dann erstmal, oder? Jo. Gut. Letzte. Wobei eine zweite Pferd schon cool ist, aber ja. Du hast ja noch eine mit 500%. Komm schon, noch eine richtig schöne jetzt. Jo, ist okay. 20. Ist okay. Ich würde übrigens, ich nehme eine von den 219er. Dann kannst du oder Maulwurf, ihr könnt euer, was weiß ich, könnt euch die anderen nehmen. Nein, nicht! Oh. Sorry. Gut, mehr Poly bitte. Und dann auch noch mehr Metall. Mach ich 4 Compound Bows, ja? Oh jo, mach du mal. Davon auch erstmal jeder einen. Okay. Nummer 1 ist jetzt fertig. Was machst du Alter! Compound Bows, 43% Bonus. Puh. 190 Damage. Nimm mal so viel wie du kannst, Poli aus der Smithy raus. Ich hatte ein Logistik. Alter! Nochmal 44%! Oh, okay, Crafting-Profi! Juhu, das war meine. Emma, wenn ihr nicht auf mich hört, kriegt ja gar nichts weiteres gecraftet. Wuhu! Boah, bin ich gut! Und nochmal 33%. Ja, ich glaube, so knapp 45% ist Maximum, was du dazuhauen kannst, ne? Bei Stacks Poli mindestens aus. Danke. Ihr Bugs. Okay, ich brauche noch ein bisschen Metall und dann kann ich noch den vierten machen. Bisschen Metall, bisschen Poly. Nice, nice, nice. Und die Compombos sind. Das Blueprint ist so gut. Das kostet einfach gar nichts. Und wir haben trotzdem knapp 200% Compombos jetzt. So, und der letzte. Komm, nochmal schön 40%. Oh, schade. Das war ein Zonk. Der hat nur 4%. Aber hey, dreimal über 40%. Beziehungsweise über 30%. Den kostet auch nichts. Bau einfach noch einen. Ja, wir müssen auch noch Rüstung machen. Der kostet, oder? Mach erstmal Rüstung, oder? Ich würde, glaube ich, auch jetzt erstmal. Was? Bau einfach noch. Ich habe meinen schon rausgenommen. So. Na gut, einen noch. Für die Base. Obwohl, da haben wir eigentlich die 4 Standard-Dinger. Egal. Der muss aber dann jetzt auch gut werden. Ja. Lappen. Na, 10%. Ist nicht das Schlechteste, ist aber jetzt auch nicht so geil. Okay, gut. Rüstungssets ist eigentlich ja nur die Dingens interessant, ne? Das Oberteil, so richtig. Wobei, eigentlich ist alles interessant. Okay, hier brauche ich jetzt sehr viel Metall noch drin. Sehr viel Leder, sehr viele Fasern. Wo ist denn das Leder, Maulwurf? Draußen im Schrank. Draußen im Schrank. Ja, da. Keinen Platz haben. Okay. So, mach ich mal auch mal direkt zuerst die Lederoberteile, weil die halt am meisten Platz wegnehmen.
So, direkt 4 Stück. Oder sollen wir erst eins machen und testen, wie das sich mit der Dura verhält? Ach Quatsch, warum sollte das jetzt ja anders verhalten eigentlich? Macht okay, let's Sinn, go. Oder? Nee, an. Eigentlich nicht. Weil sonst würde man auch bei Chitin ne, wahrscheinlich einen Unterschied merken. So, 10% Bonus einmal. Hm. Einmal 30%. Nice. Nice. Du machst jetzt Rüstung, ne? Ja. Machst du da jeweils immer zwei Teile? Würde halt derbe Sinn machen. Oh, Alter, ich bin so ein guter Crafter. Ja, wenn's Leder ausreicht. Okay, wir haben 608 Dura, 589 Dura, 584 Dura und 500 Dura. Nice. Also waren auch im Schnitt alles 30% Bonus. Cool. Gut. Dann brauche ich hier mehr Fasern. Dann kann ich weitermachen. Haben wir noch irgendwo Fasern? 1, 2, 3, 4. Okay, dafür reicht's. Jo, 27%. 14%. 21%. Und nochmal 18%. War okay. Das schlechteste war 10% Bonus. Wenn der Kay dann rauskommt, soll er sich sehr freuen, weil es wird langsam, aber sicher ordentlicher vor der Base. Das Feld lichtet sich. Ich warte gerade nur, dass die direkt so ausgewachsen sind. Dann kann ich richtig ordentlicher machen. Okay, was denkt ihr, wie viel soll ich von den anderen Rüstungsteilen machen? Mindestens jeweils 2 für jeden. 641. Okay. Hä, die erste ist für mich? Die erste war für mich. 237. Die zweite war 246, dann kam eine gute, dann kam noch eine gute. Oh, da ist noch eine dicke Hose mit 40%. 659 Dura, ey. Holy shit. So, ich bin wieder umgeskillt. Nice. Gut, wo ist er? Greenback, da ist er. Komm her. Hast du C4 dabei, Kay? Nee, warum? Kann man bei einem Raid immer mal gebrauchen. Ich hab C4 dabei, aber mit 2. Ich hab 3 C4. Ich hab noch gar nichts. Wir könnten auch, könnte auch sich jemand einen Rocket Launcher und ein paar Raketen einstecken, ne? Ich habe letztens mal 4 Stück gecraftet. Falls, also zum Leute von Dinos runterschießen, ist es halt super mächtig, ne? Ich kann ja nichts mehr tragen, ne? Glaube ich. Naja, ich bin auch schon hier ziemlich an der Grenze. Ich werde zwar noch ordentlich was an Weight verlieren gleich, wenn ich die Turret Base aufgebaut habe, aber viel kann ich auch nicht mehr tragen. Ich habe halt auch irgendwie nur 350 Weight oder so, da geht schon echt noch mehr eigentlich. Ich platziere den Teleporter jetzt einfach ein bisschen abseits von dem, wo wir unsere Turret Base aufbauen werden, ja? Oder direkt daneben. Ich habe nur Angst, also ich würde die müsst halt denken, das wird ähnlich sein wie beim letzten Raid, dass wir unsere Turret Base relativ nah vor deren Base-Eingang bauen. Und wenn ich den da jetzt hinstelle, könnte es halt passieren, dass die den sehen in der Zeit, wo ich weg bin. Ja, oder du versteckst dich noch und baust den dann, wenn wir alle ready sind und wir porten direkt zu dir. Aber dann kann ich dir kein Shadow Stack mehr machen. Ja, dann scheitert auf das Shadow Stack, ganz ehrlich. Aber dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Nee, das ist okay. Scheiß jetzt auf das Shadow-Steak. Nächstes Mal machen wir es einfach gleich und dann hat sich die Sache. Dann bin ich bereit und warte auf euer Kommando im Prinzip. Naja, wir machen jetzt zu dir rüber. So, Bugs bereit? Könnt ihr noch bereit? Nicht, ne? Ihr könnt ja noch nicht, ja. Ne? Ach so. Wenn ihr mir sagt, wenn ihr bereit seid, dann fange ich an. Wir sind soweit. Okay, dann wünsche ich mir Glück, dass das klappt. Ich stelle mich nämlich jetzt relativ nah vor die Base und baue dann das Ding da auf. Da, sag Bescheid, sobald es gebaut hast. Jo, sobald das Ding steht, müsst ihr supporten. Sind hier Wölfe, echt? Kabel und so weiter ist in meinem Saber drin, dann beide weg. Okay. Geht weg, ihr blöden Wölfe. Sprit? Hast du Sprit? Sprit habe ich. Okay. Ach fuck, ich kann es ja gar nicht bauen, weil ich das Kabel ja nicht hab. Oh shit. Okay, ich komme ganz schnell zurück. Die sehen mich nicht. Scheiße. Einmal mehr Profis. Oh, lass mich. Ich habe mir gerade sowieso schon in die Hose gekackt, als ich da die Base aufgebaut habe. Also hast du die Base schon aufgebaut? Fast. Ich habe gerade noch überlegt, die wieder abzureißen, die wieder aufzuheben, aber es ging halt nicht. Ah, Mann, ich bin dumm. Ich muss nach Hause.
Also es wäre sehr angenehm, wenn ihr euch irgendwie übers Wetter unterhalten würdet oder so. Heute war warm. Bin am Segeln. Bin am Segeln. Den ganzen Tag. For the base. Oh. For the base. Kay ist kacke, hat kein Kabel. Also ich dachte eigentlich, das Singen wird ein bisschen fröhlich und die Situation auflockern, aber jetzt geht's mir noch schlechter. Läuft jetzt geht's ihm richtig nach Hause. Schlecht. Springt wieder runter. Hallo, das ist Mobbing. Mobbing ist erst ab 3, Leute. Ja, wie viele seid ihr denn? Wir haben uns abgewechselt. Also noch 21 Minuten. Ja, bin jetzt vor der Base. Bin cool. Unten. Oh, Ruck, oh, Ruck. Also vor unserer Base. Also der letzte Raid hat irgendwie eine Viertelstunde gedauert oder so. Ja. Der war auch geplant. Der C wird wieder so eine Hau-Ruck, wir sterben alle Aktion. Wahrscheinlich. Nein, der ist auch geplant. Du hast das Kabel vergessen. Ich bin vor der Tür, gib mir jemand ein Kabel. In der Katze. Achso, der muss ja nochmal dahin rennen, ne? Ja. Boah. Hier. Wollte ich hinfliegen? Ja, womit denn? Fallschirm? Wo bist du? Hier vor den Pillars. Ich hau's ins Känguru. Willst du noch irgendwas mitnehmen? Hast du irgendwas vergessen? Generator hast du dabei? Hab ich. Hast du einen Teleporter? Ja. Kann ich den auch selber ja rausnehmen, ne? Ich hab auch Benzin und ich hab auch noch Wände und ich hab kein Ceiling. Wolltest du noch ein Stück Fleisch? Du hast kein Ceiling? Ich hab nichts. Warte. Ich guck jetzt einfach. Ich geh jetzt dahin und ich baue das Ding auf und wenn ich bis dahin noch lebe, dann kommt ihr hinterher. Und wenn ich angegriffen werde, dann verpisse ich mich, okay? Auf ein neues. Runde 2. Das Outlet fällt jetzt bestimmt. Oder Benzin. Fuck, du hast recht. Fuck off, ich hab kein Outlet dabei. Echt? Ist jetzt nicht dein Ernst? Doch. Also, wir haben noch 6. Mann. Also das ist jetzt echt schon ein bisschen dramatisch. Alter. Mann, ich geh jetzt nach Hause, ich hab keine Lust mehr. Das wird schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Ja, ja, weißt du, was soll man dazu jetzt sagen, Alter? Also ich kann nur ja sagen. Ja. Also ich verpeile ja auch gerne was und so, ne? Aber wow. Pass auf, und danach hätte er bestimmt noch Benzin vergessen. Ja, nein, Benzin habe ich! Sogar voll viel. Oder den Generator. Den habe ich auch. So gut, ich lass einfach jetzt Metall fahren. Wir brauchen Metall. Ja. Also Anfang nächste Session, oder? Alles gut, Kay. Kein Grund jetzt hier. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Achso, ich hab Gewässer drin. Nee, ich bin wieder rausgeflogen. Ich glaube immer, wenn du irgendwie gegen eine Struktur machst oder so. Achso. Ja, ja. Hallo, Kay. Aber anders irgendwie hin. Hast du das Kabel vergessen? Jo, nächste Woche dann wieder. Mann, Bugs mobbt. So, gut Leute, alles klar. Dann machen wir Schluss an der Session. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich jetzt hier verabschiede oder einfach sage, es gibt einen Cut und dann geht es in der nächsten Folge weiter, weil ich keine Ahnung habe, wie lange das ging. In den nächsten Folgen machen wir aber Rabatz. Ja. Und wir machen eine Checkliste fürs nächste Mal. Ja. Irgendwie muss ich das ja drinnen lassen. So, ja, es ist ja auch witzig. Wir nehmen auch diesmal 2 Kabel mit. Und ich meine, hey, es werden jetzt auch viele schreiben, hey, Dean, weißt du, mir passiert sowas auch. Es ist ja auch nicht so schlimm, ich bin ja auch ein Schauspieler, von daher. Ja, wir tun nur so. Ich habe, also, in Wirklichkeit hatte ich die Steckdose in der rechten Hosentasche. Aber das konnte man halt nicht sehen, so. Genau. So, ja. War aber trotzdem eine produktive Session gewesen. Die nächsten werden wir versuchen durchzuraiden, bis wir aufgehalten werden. Ich hoffe nur, dass wir nicht gleich am Anfang aufgehalten werden. Und ich hoffe irgendwie auch, dass nicht gleich jemand triggert nächste Session. Wobei wir dann alles geben werden, um das zu verhindern, dass die das gewinnen. Ja. Also auf jeden Fall sind wir mehr bereit als das letzte Mal. Bisschen. Das stimmt. Geil wäre halt noch ein oder zwei mehr Pimprex-Sattel. So, ey. Das wäre cool, wenn wir noch was finden würden. Sei es beim Raiden. Jo. Echt nice. Jo, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Gute Nacht. Haut rein. Ende.